Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur Achtelfinalpartie Alfa Romeo Gran Turismo gegen Porsche. Wir sind natürlich wieder bei Porsche im Team. Ja, sind ja selber auch großer Fan von dieser Marke. Nicht umsonst haben wir uns ja auch privat dazu entschieden, ein Modell dieser Marke zu fahren. Und deswegen versuchen wir auch weiter, unsere Marke zu verteidigen, genauso wie es die anderen Teams machen. Heute gegen Alfa Romeo, das Team, was Opel geschlagen hat mit 4 zu 3, in der Liga ja nicht so erfolgreich unterwegs war. Ich werde euch auf jeden Fall oder empfehle euch wärmstens, mal bei der Liga reinzuschauen. 34 Spieltage, 18 Teams, das war auf jeden Fall ein Riesenevent, ist auf meinem Kanal zu finden. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich. Wir liegen erstmal mit 1 zu 0 zurück. Iceman trifft. Kimi Räikkönen könnte das sein, der ja auch für Alfa Romeo in der Formel 1 gefahren ist. Ja, 27 Sekunden gelaufen. Und wir versuchen natürlich innerhalb der Zeit das Spiel zu drehen. Den ersten Spieltag konnten wir ja erfolgreich auch nach 3-1 Rückstand noch für uns umdrehen. Iceman jetzt auch nochmal auf der Linie sehr stark. Da gehe ich mal hin, wenn unsere Kollegen da nicht dabei sind. Ja, und wir heute in Gold unterwegs, denn Alfa Romeo hat die Farben im Moment als Jersey, was wir im letzten Spiel getragen haben. Aber wir sind noch nicht ganz erfolgreich. Eine Minute rum. Bei 3 Minuten 37 im letzten Spiel lagen wir auch noch 3-1 zurück. Konnten es dann noch umbiegen. Also an der Zeit scheitert es noch nicht. Befreiungsschlag, das war schon mal wichtig. Mountain macht das gut. Sabretooth auch nochmal nach vorne gespielt, leider neben das Tor. Ah, nicht gut gemacht von mir. Mountain nochmal, gut reingespielt. Chipper macht das gut. Ich versuch's mal mit dem Fallrückzieher. Und Mountain schiebt ihn vorbei, Vorlage für uns. Und das ist der Ausgleich. Wichtig auf jeden Fall. Wir können mal die anderen Achtelfinalergebnisse durchgehen. Volvo Polestar hat BMW Alpina geschlagen. Jaguar hat gegen Jeep mit 7 zu 2 gewonnen. Das war auf jeden Fall sehr stark. Und die beiden treten dann auch im Viertelfinale gegeneinander an. Da bin ich mal sehr gespannt. Jaguar auf jeden Fall sehr souverän bislang durchgekommen. Also mit 7 zu 2 ist schon sehr stark und auch gegen Kia beim 5 zu 3 wenig Mühe gehabt. Dann haben wir Corvette, die Cupra geschlagen haben mit 7 zu 5. Bei Cupra dachte ich nach dem 11 Treffer Inferno aus der ersten Runde, dass die noch mal reinscheppern, aber Corvette hat wohl den richtigen Riecher gehabt und das richtige Rezept, oh, den haben wir gerade so noch geklärt, nicht aufs eigene Tor, Kollege. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir den Ball nach vorne kriegen. Der fliegt schon mal nicht schlecht und den treffen wir perfekt, sehr gut. Dann haben wir Skoda, die Mazda mit 5 zu 4 geschlagen haben. Ich hoffe, dass ich die Ergebnisse auch alle richtig mitgeschrieben habe. Aber wer gewonnen hat, ist auf jeden Fall richtig. Dacia schlägt Fiat Abarth mit 6 zu 2. Lotus gegen Cadillac. Das war ein richtig spannendes Spiel. Und wurde dann auch erst nach Verlängerung entschieden. Schlecht, dass ich da so vorbeigeflogen bin. Kriege ich den Nebenstor? Oh, mein Kollege wehrt den noch ab. Aber wir haben den noch Nebenstor gekriegt. Nochmal an Armstrong vorbei. Mountain schiebt den nach vorne, sehr wichtig. Chipman und Iceman unsicher. Boah, knapp. Ja, aber am Ende konnte sich Lotus nach Verlängerung durchsetzen. Und was haben wir noch hier? Ach so, Audi Sport RS. Auch unterlegen gegen Honda. Damit sind wir aktuell auch das einzige Team, was noch dabei ist. Und unser Gegner wird Honda Sport R sein. Honda hat hier mit 5 zu 2 geführt. Sah dann echt so aus, als würde Audi Sport nochmal alles rumreißen. Haben dann noch auf 5 zu 5 ausgeglichen. Haben dann aber noch kurz vor Schluss das 6 zu 5 gekriegt. Tja, und dann kam es auch gar nicht mehr zur Verlängerung. Das haben sie dann noch innerhalb des Spiels hergeschenkt. Tja, und da müssen wir mal zusehen, wenn wir uns hier durchsetzen, dass wir im Viertelfinale dann Honda besiegen und dann ins Halbfinale einziehen. Das ist das Ziel. Aber noch keine Zukunftsmusik. Wir müssen erstmal hier gegen Alfa Romeo gewinnen. Und die haben ja auch schon in der Liga gezeigt, was sie alles können. Ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, falls ihr euch die Liga
noch nicht angesehen habt und das noch vorhabt, die haben Spiele zum Teil hingelegt, im Positiven und im Negativen. Das ist schon der Wahnsinn, deswegen muss man hier mit allem rechnen. Servetus spielt er nochmal rein. Knapp am Tor vorbei. Ball kommt nochmal rein von Mountain. Servetus wieder vorbei. Ich sichere mal hinten ab. Chipper. Gut rausgeklärt. Von den Alpha-Jungs. Ich springe mal dazwischen. Und Mountain spielt ihn auf den eigenen Kasten. Der könnte gefährlich werden. Iceman. Boah, macht seinen Doppelpack. Kimi Räikkönen. 3-2. Es bleibt spannend. Leider spielt Mountain den Ball direkt auf unseren Kasten. Klar, ich hätte ihn auch nicht anschießen brauchen, aber damit war jetzt auch nicht zu rechnen. Er war wahrscheinlich auch schockiert, hat damit nicht gerechnet, dass ich ihn so anspielen will. Deswegen will ich ihm da auch nicht alle Schuld geben. Aber jetzt müssen wir uns konzentrieren. Sabretooth macht das aber sehr gut. Wir sind wieder mit 4-2 vorne. Und jeder meiner Mitspieler hat ein Tor erzielt, ich ebenfalls. Sehr gut. 4 Tore, 4 Spieler. Fair aufgeteilt. Gutes Teamwork. Und so lässt es sich einziehen ins Viertelfinale. Solange wir hinten dicht machen und der Iceman uns nicht noch mehr reinknallt. Aber das sieht schon mal gut aus. Da können wir nochmal nachlegen. Fuma kann nicht unseren Angriff unterbrechen. Und damit sind wir jetzt mit 5-2 vorne. Sehr schön. Holen wir uns hier nochmal den Boost. Und versuchen das jetzt über die Bühne zu bringen. 40 Sekunden noch. Einmal dazwischen. Paradepunkte noch mitgenommen. Nicht getroffen. Sabretooth. Oh, wir wurden gesprengt von Iceman. Ball kommt nochmal auf Poncho. Guter Abschluss. Fuma dazwischen. Sabretooth lenkt den leicht ab. Ich versuche mal zu dribbeln. Vorbei an Iceman. Vorbei an Armstrong. Poncho spielt den rein. Da sind wir zu spät. Schade. Armstrong nochmal nach vorne, aber das wird wahrscheinlich nicht mehr gefährlich. Zeit ist durch. Und damit sind wir im Viertelfinale. Starkes Ergebnis. Wie ging es jetzt aus? Ich weiß es gar nicht mehr. Neue Karosserie, sehr schön. 5-2, alles klar. Trage ich mir hier meine tolle Liste ein. Ja, ich habe heute Geburtstag, deswegen auf jeden Fall eine coole Sache, dass ich hier an meinem Geburtstag hier in die nächste Runde einziehe. Und dann geht es morgen weiter mit dem Viertelfinale. Volvo gegen Polestar, Volvo Polestar gegen Jaguar. Dann Corvette Chevy gegen Skoda, noch ein VAG-Team. Dann haben wir noch Dacia gegen Lotus. Und wir treten dann am 17.06. gegen Honda Sport R an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.